Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Prediction-Folge. Ja, ich habe mir natürlich erstmal ein paar schöne Sticker gegönnt. Hier sieht man sie, ne, da ist also von jedem Team ein. Auch leider von denen, die ausgeschieden sind, aber ich habe mir das große Paket halt geholt. Hier dieses für 35, 36 Euro. Den ganzen Rest aus den Kapseln soll ich weiter einfach verkaufen, weil, ja, ich juckt eh keinen. So, wir gehen einfach mal auf Zuschauen und dann haben wir es auch schon direkt hier. Die Pick'em-Challenge und wir hatten, also ich hatte in der Gruppenphase hier ein paar falsche Votes gelegt. Ich dachte so, okay, Navi ist ein ziemlich geiles Team. Ja, die schaffen das bestimmt ungeschlagen weiterzukommen. Nein. Nein, leider nicht. Gut, deswegen, egal. Und ich dachte, Big, die sind ja noch, ja, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Teams hier, ja, ich denke mal, die werden doch schon, gerade weil sie gegen Vitus Pro und so angetreten sind, ich denke mal, die werden verkacken. Nö. Die haben ziemlich dominiert. Aber egal. Dann, okay, mit Vitus Pro, Fnatic, alles easy, ne, SK Gaming, das ging auch durch. Mit Cloud9 wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Penta und G2, ja gut, mein Gott, aber Mouseboards, ja gut, das ist halt das deutsche Team, ne, mitunter. Also ich wollte halt ein bisschen hoffen. Deswegen vote ich natürlich auch erstmal das deutsche Team runter hier, aber egal. Wir gehen direkt zu den Playoffs. Wir machen jetzt mal hier unsere Votes. Beim ersten Gambit gegen Fnatic bin ich immer noch stark auf Fnatic Seite. Ich glaube, die Fnatic wird sich immer noch ziemlich gut oben halten. Und ich denke mal, das werden die auch ziemlich gut reißen. Bei SK gegen Astralis. Ich habe die ganzen Majors auch teilweise immer wieder auf den Laptop nebenbei geguckt. Und ich finde, SK Gaming geht immer noch besser ab als Astralis. Wir versuchen es einfach mal, ja? Genauso wie bei Big gegen Immortals. Immortals gegen Big. Würde ich sagen, schaffen es nicht. Weil Big hat die letzten Spiele echt sehr, sehr gut gespielt. Viele schieben es zwar immer noch auf diesen komischen Silent Jump, den sie da hingelegt haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Nur durch so einen einzelnen Sprung schaffen sie nicht das ganze Spiel. Ich finde, die haben trotzdem schon fantastisch gespielt. Und da die jetzt gerade so abgehen, würde ich sagen, die kommen auf jeden Fall weiter. Big schafft das. Außerdem, hallo, deutsches Team. Muss sein. Ja, North gegen Vitus Pro. North kannst du auch vielleicht ganz gut spielen. Ich weiß nicht, was ich das gut sagen soll, außer vielleicht meine Predictions zeigen. Ich bin immer noch auf der Seite von Vitus Pro. Ich könnte natürlich jetzt 3000 Sachen vorlegen, aber ich denke mal, das Einzige, was reicht, ist Basha. Basha Bizeps. Vitus Pro. Reicht. Ja, das sind im Endeffekt so die Picks für meinen Playoff hier. Das sind unsere Votes. Bin mal gespannt, wer weiterkommt. Ne? Ich hoffe jetzt mal natürlich nicht Immortals, ne, weil jetzt bin ich richtig auf Bigs Seite, nachdem die das geschafft haben. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Pick. Tschüss.